Hallo liebe Leute und willkommen zurück zum Let's Play von von Minecraft Kingdoms Evolved. Dankeschön. Ah, ich habe in bestimmten Biomen vor einem Part, also zwischen dem vorigen Part und dem vorvorigen Part, ein paar Herze, Edelsteine gesammelt. Sie sind relativ häufig, wenn man im richtigen Biom ist. Zum Beispiel, was war das, glaube ich, Olivin war in diesem großen gelben Biom, also diese hohen Berge, diese gelben. Ja, und heute tun wir kurz verzaubern und dann reisen wir weiter. Wir haben ja ein Seasonal Forest gefunden letztes Mal, schönen Herbstfarben. Mach mal mehr. Ach komm. So. Wir müssen verzaubern. Wir können leider wahrscheinlich nur einmal verzaubern. Hä? Müssen halt hoffen drauf. Ach komm jetzt. Blödes Minecraft. Ich werde dann auf jeden Fall zweimal machen. Dann werde ich die mal hier reinlegen, damit wir später dann verzaubern können. So. Und schauen wir mal. Effizienz. Möchte ich gern haben. Glück. Glück und Effizienz. Jetzt haben wir nur noch 27. Werde ich gebrauchen. Ich werde die aber benutzen. So. Und wir werden dann noch ein paar Monster jagen. Gehen mal kurz zurück zum Confi Forest. So. Das ist nämlich dort, wo wir aufgehört letztes Mal. Den Baum haben wir schon gehabt. Ich wusste es einfach nicht mehr irgendwie. Und jetzt gehen wir hier weiter. Also auf jeden Fall brauchen wir halt solchen diese, wo die Blöcke im Ganzen abbaut und nicht einfach irgendwie die Erde in Erde ohne Gras verwandelt. Ach, weiß es gar nicht mehr. Behutsamkeit, genau. Das ist so ein schweres Wort, um die bauen zu sein. Ja, ich bin halt Schweizer. Eine Schlange. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch so ein Tannenbiom. Schönchen. Und eben eine Spitzhacke möchte ich gerne auch mal bauen. So eine Behutsamkeitsspitzhacke. Auf jeden Fall, wenn wir mehr Zombie-Spawner finden, dann natürlich geht es besser. Aber auch wenn wir sie irgendwie effizienter machen. Also Jade Cliffs. Heftig. Ich glaube, das kenne ich, aber ich fühle mich immer so neu, weil das immer so neue Formen hat. Der Cliffs ist wahrscheinlich so chinesisches Biom. Oh, wenn wir das finden in der Nähe unseres Zuhauses, dann machen wir eine chinesische Stadt auf so Klippen. Das wird so heftig. Es wird heftig. Also wir haben viel zu tun. Ihr seht, mein Geschmack liegt einfach so ein bisschen an diesem mystischen, orientalischen und so Sachen.
und möchte es gerne schon mit Magie verbinden, aber dass der Touch nicht weggeht. Ich mache ja viel mit Magie, ich werde ja auch den Baum machen und so weiter. Und ich möchte einfach nicht die Magie-Mods reintun. Erstens, es macht ganz anders Magie, das ich gerne möchte. Und zweitens, es ist nervig. Es macht das Minecraft-Spielen zu nervig. Und das ist schade. Was ist das eigentlich? Ja, Rive weiß ich, aber da ist der Heiland. Ja, passt zum Schotten. Hochland. Die Schotten dicht. Ich hatte mal einen schottischen Mitschüler. Der hat sich schon aufgeregt über da. Es ist klar. Macht die Schotten dicht, ist böse. Aber er wollte es immer wieder haben, dass ich es ihm sage. Stellt euch mal vor. Weil es einfach lustig ist. Es ist hart, klar. Ja, es ist ja immer abhängig von Menschen, wie böse denn die Schimpfwörter sind. Und bei mir sind die Schimpfwörter einfach nicht böse. Das ist auch gut so. So, jetzt gehe ich nur noch nach Norden. Und das Norden ist aber eigentlich Norden. Ist eigentlich immer oben in den Kompassen. Aber irgendwie ist die Welt mega cool. Das ist ja mal krass. Da kommt schon wieder so ein hoches Gebirge, ein hoher Baum. Biom zeigst du. Oh, schaut mal, Greywalker. Ja, da habe ich auch gesammelt. Die müssen wir jetzt nicht sammeln. Mit Greywalker irgendwie etwas mystisch, also so richtig Verborgenes machen. Ein Schrein oder so etwas. Heftig. Oder eine Burg. Eine Grauwake-Burg. Das erinnert mich an Stonehenge aus Dungeon Siege 1. Es hat auch so ein... Ja. Ich glaube, im dritten Teil ist es so. Im ersten ist es ja eigentlich relativ normal. Aber der dritte Teil könnte ich niemals let's playen. Das Spiel ist einfach zu nervig. Ich gehe immer wieder nach links. Ab der erste Teil mal let's playen, wenn ich ein bisschen berühmter bin. Ja. Würde ich machen. Ich werde sicher mal ohne Add-on spielen. Und dann Multiplayer machen. Alleine wahrscheinlich. Ja, vielleicht schon mit mehr. Können wir mal machen. Wenn jemand da hat auf Steam, können wir es dann mit mehreren Leuten machen. Würde sicher toll sein. Und dann mal mit Add-on. Weil Add-on. Es sind immer so viele Items, die extrem OP sind. Und man kann wirklich den zweiten Anlauf dann mit Ding machen. Wieso ist Basalt hier? Also, eigentlich ist es ja Vulkan. Schön. Das ist so schön, die Gegend hier. Das ist so ein Biom. Moment kurz, ist das... Ist das andere Baum? Ah, ich habe gesehen noch, dass wir echt viele Sachen noch eingesammelt haben, die wir schon hatten, aber das ist auch gut so. Das da ist etwas anders, hä? Pinien? Oh, Pinien. Her damit. Ja.
Hörst du jetzt auf? Ich dachte, du bist noch mal. Ja, mach mal. Das ist Schwarzeichenholz. Okay. Aha, du gehst im Boden rein. Okay. Und hier ist keins. Doch, hier ist eins. Hallo. Hat jetzt die Schnauze, du blödes Ziegenmonster. So. Was haben wir? Pinion-Setzling. Schwarzeichen-Setzling. Okay. Als Pinion haben wir hier noch. Wir haben Birken. Wir haben dort ein Ahorn-Biom. Wir müssen eigentlich nicht dorthin, aber ich möchte hier auf die Ebene am besten. Das ist Schlamm. Matsch. Genau, Matsch. So. Oh, Pizza. Oh, Pizza. Oh, Indigo Reiziger wieder. Oh, ja, Pizza. Pizza, Mann. Komm, wir schönen an. Huh, ja. Magic Mushroom. Heftig. So. Gut. Ah, süß. Die haben wir jetzt sicher 200 Mal die Kiste. Ja, die möchte ich nochmal mit. Heftig, wie ich momentan fasziniert bin von Blumen durch dieses Spiel. Es macht Männer zu Frauen. Nein, zu Blumenliebhaber. Dieses Spiel ist böse zu Männern. Oh, das möchte ich. Das ist Blauschiefer. Grünschiefer haben wir. Blauschiefer nehmen wir mit. Ha. Es ist heftig. Ich glaube, wir haben es aber auch mal gefunden. Ich nehme es trotzdem mit. Ich nehme alles mit. Irgendwann habe ich alles abgebaut. Mein Ziel ist es, alles wegzumachen. Auszulöschen. Nein, nein. Genau das Gegenteil. Etwas Schönes zu bauen. So, 63, 64. Hey, ich kann gut sehen. Habt ihr das gesehen? Ich habe extra kurz davor abgebrochen, damit ich mir sicher kann, dass ich nicht 1 zu viel, weil das ist fatal. Dann habt ihr 1 zu viel. Stellt euch das mal vor. Ich will Schwämme mitnehmen, aber nur am Spawn haben wir Schwämme. Da will ich nicht holen. Ich muss irgendwo Schwämme finden. Man sieht so schlecht von oben. Ja, Korallen muss ich dann auch mal abbauen, aber dafür habe ich einfach keinen. Oh, ein Dschungel, super. Keinen Nerv. Es ist so, Minecraft kann bei zu viel Sucht zu einer bestimmten Art Depressionen führen, die Entwickler als Aufräumen und so Depression. Also ja, nee, das ist jetzt nicht der Profi-Name der ja, einfach der richtige Forschername. Sondern, ja, Minecraft hat einfach das Gleiche. Man muss auch immer wieder sortieren, man muss immer wieder etwas suchen. Und das macht extrem viel aus. Nach zu viel Sucht habe ich wirklich keine Lust, mein Zimmer aufzuräumen. Und weil ich so viel Minecraft jetzt spiele, habe ich mein Zimmer momentan wirklich in einer Unordnung, die ist nicht normal. Es wird wenig. Ich bin kein Messi. Aber ja, mein Bett ist nie auf. Ja,
Mein Bett ist nie bezogen, nichts. Es ist so richtig nichts machend. Aber das ist klar, ein Let's Player muss sehr viel aushalten. Im Sinne von ja, aushalten von ja, ich will spielen, ja, ich will eigentlich nicht spielen, ich muss aufnehmen und so. Und das wird schon ein bisschen zu Depression. Aber, ja. Ich habe nie eigentlich Probleme. Langfristige. Das hat auch viel mit, ja, der Erfahrung, Lebenserfahrung zu tun, mit der Intelligenz des Machens des Lebens. Und ja, das ist halt sehr wichtig für die Menschheit heutzutage, dass man einfach etwas. Ich habe immer wieder das Gefühl, manche Menschen, ja, viele Menschen sind des Lebens noch nicht erfahren. Heutzutage gibt es zu viel Ablenkung, das ist es. Ein Mensch lenkt sich zu viel ab, lernt nichts mehr vom Leben. Und das ist schade. Ich habe so einen geilen Dschungel hier und ich muss alles anbauen. Alles mitnehmen. Hallo. So. Oh, schaut euch mal an. Schweineblumen! Habt ihr gesehen, die coolen Blumen dort? Kommt jetzt dorthin. Schön. Das ist doch mal schön. Die setzt sich auf den Baum. So. Prima. Also, dann machen wir hier mal einen Waypoint. Dschungel. Farm. So. Schön, schön. Gut, das ist das. Nehmen wir mit. Wheatgrass. Weizen. Mein Wheat heißt ja, ach Mann. Gras einfach. Also Gras. Okay. Du hast wie Wheat geraucht. Oh. Hey, was ist denn hier los? Eigentlich möchte ich ja die auch mitnehmen. Haben wir zwar schon, aber... Nehme ich mit. Ich nehme alles mit. Ich bin so böse. Also in einem Spiel so etwas ausleben ist natürlich super, aber in einem echten Leben... Ja, könnte ich das niemals und die hoffentlich auch nie. Ihr dürft keine fremden Sachen mitnehmen. Geht nicht. Macht ein Foto. Schön. Ah. Weiter. Krass. Blauschiefer mitnehmen. Essen. Ah. Es ist doch cool. Der Dschungel ist so lebendig wie noch nie. Ey, lebe mein Moped! Ihr dürft es unten in den in der Videobeschreibung runterladen. Dann könnt ihr es auch spielen. Ist das nicht schön? Nee. Bro. Boah, ist das krass. Heftig. Schaut euch mal das an. So, genug geht's. Jetzt gehen wir weiter. Also, ich gehe irgendwann mal wieder hier rein, wenn ich nicht aufnehme. Und nehme mal alles mit. So. Schön, schön. Na, den muss ich nochmal mitnehmen, da. Den, ja. Und wir gehen weiter.
Ja, es ist schon hübsch. Madagaskar-Ball. Heftig. Die gibt es auch bei uns im im Pflanzenladen halt. Ey, was ist denn los? Alles schöner als das andere. Heftig, einfach nur heftig. Ja, toll. Ich hab wieder alles voll. Das ist einfach krass. Dino. Das ist so schön. Und die, und die, und die. Bienenstock, wow. Also jetzt. Kommen wir durch den Dschungel? Schaffen wir es? Nein, wir schaffen es nicht. Ich muss es wieder mitnehmen. Hey, was ist das? Das in einem Lava-Dungeon oder so? Ja, dann wird es ja eigentlich nicht mehr so sichtbar sein. Eine Dschungellaterne nehmen wir mit. Heftig. Gut. Ich bin ein bisschen verrückt. Ich bin zu heftig. Ja, konnte nicht drauf. Eine Silbe war's. Okay. Es reicht, Drago. Du bist einfach nur crazy. Gib's zu. Diese Liane, wir müssen sie mitnehmen. Eine Schildkröte! Was ist da? Man kann sie nicht mal richtig besiegen. Oh! Eine raue Ding. Eine raue Schildkrötenpanzer. Turtle ist ja eigentlich die Schildkröte. Ah, vielleicht die Schildkröte und der Panzer nicht. Weil sie ja rau ist, also rau ohne Panzer. Okay. Krass. Gehen wir mal in den See hier. Im Real Life würde hier alles giftig sein. Man würde dann innerhalb von einem Tag sterben. Aber der Mega Plants Mod hat giftige Pflanzen eingebaut, aber nicht im Dschungel. Heftig. Oh, was ist das da oben? Was? Guzmania. Guzmania. Beim FC Basel hieß einer Kuzmanovic. Vielleicht ist das sein Bruder. Mann, du Idiot. Hier hast du das. Dankeschön, ich bin so böse. Steht dafür, ich bin böse zu Bäumen. Zu Tree Ends. Haben wir kein Holz bekommen? So. Schauen wir nochmals kurz. Ja, kein Holz. Nun gut, so. Wir werden auf jeden Fall hier mal wieder zurückkehren. Ich habe leider
Part Ende. Sonst sieht das Video wieder zu lange, aber der nächste Part kommt so bald wie möglich. Auf jeden Fall haben wir einen schönen Strand. Oh, können wir ein bisschen Urlaub machen, bis der nächste Part dann online kommt. So. Ich hoffe, es freut euch. Wenn ihr Kritik habt, dann schreibt sie in den Kommentar, wenn es nicht allzu böse ausgedrückt ist. Und ja, mich freut es auf jeden Fall, dass wir jetzt den Dschungel gefunden haben. Ich hoffe, dich auch. Und die nächsten Parts kommen dann, ja, so schnell wie möglich. Ich habe jetzt einfach ein paar Probleme mit Champions of Regnum, kostet mir viel Zeit, und Path of Exile kostet mir viel Zeit. Das ist so oft, kommen sie schon wie normal, aber zwischen den Parts werde ich wahrscheinlich wenig Zeit haben. Da müssen wir mehr im Part machen. Aber ich kann es ja trotzdem. Boah, das ist so geil. Ich kann es ja trotzdem so gut wie möglich unterhaltend machen. So, also. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Und ihr hoffentlich auf einen neuen Part. Dankeschön, liebe Zuschauer. Auf Wiedersehen.